Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute eine Neuheit aus dem Aldi Nord für euch, und zwar das Starburst Symphony Raketensortiment. Für 14,99 ein dickes Raketensortiment mit 21 Raketen soll uns das Indianapolis bzw. Ich glaube Lancelot hieß das dann irgendwie noch, ersetzen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier 4 Kugelkopfraketen, sind aber nicht mit dem Kugelkopf-Effekt. Aber naja, wir schauen uns das mal an. Wie gesagt, gekostet hat das 15 Euro um den Dreh. Wir haben hier eine Gesamt-NEM von 309 Gramm drin. Ja, schauen wir mal, wie das ist. Let's go. Als nächstes haben wir hier die Neuheit aus dem Aldi Starburst Symphony. Gucken wir da mal rein. Aufgerissen, und dann schütteln wir das auch einmal hier aus. Ah, komm schon. Okay, das ist ein bisschen chaotisch sortiert. Wir nehmen uns mal hier die kleinen schon mal raus, die wir hier haben. Fangen wir mal hier mit den beiden Silver Glitter und das eine ist Green Glitter an. Einmal rein. Zweimal rein und jetzt sind wir beide an. Schön, aber keine lange Standzeit. Dann haben wir hier ein paar Burst-Raketen. Zack, zack. Bisschen durcheinander hier. So, 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 machen wir mal hier 3 Burst. Sehr toll. So, dann haben wir noch mal ein paar Glitter. Leute, ich packe mal ganz kurz die Raketenschein, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann machen wir mal hier 2 Turbo, 1 Burst und die 2 Glitterraketen. Stark. Dann hier 2-mal Blastrakete und 1 Flash. Oh, bei der für die Lunte. Die sind schön. So, dann machen wir jetzt nochmal hier die Flash. Und dann packen wir nochmal hier die anderen großen dazu. So, dann haben wir jetzt hier nochmal 2 Flash, 3-mal Blast. Ja. So, nochmal Blast und Flash zuletzt. Mega. Und zu guter Letzt machen wir hier die 4 Ringraketen. So, zack, zack, zack und nochmal hier. Sehr schön. So, einmal Green. Zweimal Green, einmal Red Rain. Alter, wirklich. Boah. Tolles Set, Leute. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, Hilfe, ihr raucht's.